Ich sag mal so, die Auswahl ist begrenzt auf diesem Instrument. Ich habe einfach meine Hände hier draufgelegt. Interessant. Das ist Ü-Dur. So, genau. Ist das. Ne? Es ist die Nationalhymne mit dem Umlaut, die wir jetzt singen werden. Deshalb, wenn ihr noch nicht steht, steht auf, wenn ihr Thüringer seid. Würdet ihr bitte das Licht löschen da oben im Turm? Ich möchte mich konzentrieren auf dieses Lied. Kalle, bitte, wenn du das bist da hinten, ich ahne es schon. Ich werf mich wieder vor deinen Bus heute Abend. Bitte mach Licht für mich. Ich muss die Tasten erkennen, meine Umlaute hier. So. Ich singe jetzt die Nationalhymne von Thüringen und wer sie kennt, singt sie mit. Und nach wie vor gilt, auf sehr vielen Burgen hier im Auenland steht der Satz eingeklöppelt, vor 1000 Jahren soll es sehr viele Mittelaltermärkte gegeben haben. Wir beginnen. Ich muss vielleicht noch erwähnen, dass wir dieses Lied auch auf dem Weltmusikfestival in Rudolstadt zum Besten gegeben haben. Und dort hat die Jury, es gibt da immer so einen Spezialtanz, einen Tanz, mit dem man sich beschäftigt, auch in Workshops. Und das war dieses Jahr der Samba. Erstaunlich, wie man darauf kommen kann, nicht wahr? Es wurde gesammt in Rudolstadt. Hier komme ich drauf. Ich beginne. Zwischen Dänemark und Prag liegt ein Land, das ich sehr mag. Zwischen Belgien und Budapest liegt das Land ohne Prominente. Na ja, gut, Heike Drexler. Aber die könnte auch aus Weißrussland sein, im Thüringer Wald. Da essen sie noch Hunde nach altem Rezept. Zur winterkalten Stunde, denn der Weg zum nächsten Konsum ist so weit. Zur Winterszeit, ja, Thüringen, Thüringen, Thüringen ist eines von den schwierigen Bundesländern. Denn es kennt ja keiner außerhalb von Thüringen. Das grüne Herz Deutschlands, seit wann sind Herzen grün? Grün vor Neid, aufgrund Bedeutungslosigkeit, grün vor Hoffnung, dass es lange Zeit so bleibt. Ich bin immer noch hier. Ich habe soeben gesammt. Gesamt mal. Ringen. Das Land ohne Prominente. Naja, gut.
Dagmar Schipanski. Es gibt immer noch Leute, die hören alles zum ersten Mal. Immer eine Textmaschine. Weißt du? Das kann man nur. Aber die könnte auch in Sofia Professorin für Harvard sein. Das ist gut. Das geht man auch nicht, wenn man... Ne? Frühlinge, Männer in Grünen, haben wir... Heike Drechsler ist hier so gern über 7 Meter gesprungen. Thüringen, Goethe ist extra aus dem Westen hergezogen. Thüringen, David Bowie ist auch schon einmal drüber geflogen. Doch warum reduziert man unsere Größe? Weil die Mamis hier so spitze sind. Weil die Mamis hier so spitze sind, wenn die einmal Kartoffeln reiben. Möcht mal gleich unterm Rock und für immer da bleiben. Und die Männer wollen im Stillen